Der wird bestimmt auch frisch gepflückt. Wenn wir hier irgendwo einen Schrein finden würden. Vielleicht was spenden, uns mit denen anfreunden. Gerade keinen. Die sind normalerweise auf den Wegen eher. Stimmt, muss doch irgendwo eine Aubergine haben. Das kann auch nicht so schwer sein. Eine einzelne Aubergine. Muss doch hier im verdammten Spiel irgendwo auf den Boden geben. Die können doch nicht alle schon eingesammelt haben. Gut, dann wandern wir erstmal. Zahnstein. Stand der Zahnstein? Es las sich so. Wir wachsen sowieso keine Oliven, keine Auberginen. Soll ich nochmal in den Turm hochklettern, mal gucken, ob die dort Zahnstein. Das habe ich normalerweise im Mund. Was? Falscher Turm wahrscheinlich. Oder was? Können wir trotzdem mal gucken, ob es hier was gibt. Müssen wir hin. Keine Aubergine. Ich bin bereits durch den ganzen Wald gelaufen. Ich bin hier kreuz und quer, quer und kreuz. Nicht eine verschissene Aubergine. Ihr habt sie nicht zufällig gefressen. Okay, ich wollte dich nicht treffen. Vielleicht besiegen wir den dann halt ohne. Nein, die haben immer auch noch andere Sachen mit dabei. Vielleicht töten wir irgendjemanden und kriegen dort dabei eine Aubergine. Trägt irgendeiner dieser Monster Aubergine mit sich rum. Schlammrübe. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Stammrübe können wir nicht als Ersatz dafür nehmen.
würde ich vorschlagen, ab ins Dorf. Ein Questtest vergiftet den Häuptling des Krokodil-Hauptdorfes. Wollen wir halt nicht haben. Vielleicht gibt die Story auch, wenn wir den einfach abgemetzelt haben. Das war eigentlich der schwerere Weg, aber. Sein, du hast noch irgendwie eine Aubergine gefressen. Was ich schwer bezweifle. Die zweite Aubergine, die wir hatten, die habe ich einfach gefressen. Die hatten wir eigentlich schon, aber die habe ich einfach, weil ich Schaden bekommen habe, gefressen. Ist echt eine Scheiße hier. Wenn man mal was braucht, ist natürlich nichts mit finden. Das wird nicht klappen. Vor allem nicht, wenn ich unaufgeladen bin. Wie sollte ich das denn anstellen, wenn wir dann überhaupt eine Platte haben? Bist du der König hier? Ist ja wurscht, ich bin eh gleich tot. Lass mich da mal einen Sprengstoff fast liegen und drauf feuern. Jetzt haben wir auch das Schattenmonster besiegt. Jetzt sollten wir natürlich noch mal in den Turm versuchen. Wenn wir den jetzt noch finden. Und dann nochmal gucken, ob da nicht doch jetzt nach dem Respawn eine verdammte Maschine hängt. Möglich ist es. Das war ja scheiße. Ach komm. Nein. Au. Und können wir dann im nächsten Stream erstmal eine andere Quest machen. Das wäre auch eine Option, was ich nicht gerne tun würde, aber wenn es akut sich hier nichts findet, wie ich hier sehe. Keine Aubergine. Dem ganzen Gebiet ja auch keine Aubergine. Das war dann erstmal eine andere Quest machen. Vielleicht irgendwann mal durch Zufall eine Aubergine auf dem Boden finden. Ich guck mal die andere Quest weitermachen.
um wirklich noch stark zu plädieren, dass wir das so veranstalten. Und hier jetzt eine Aubergine hinter. Was habe ich gerade gegessen? Nichts Wichtiges. Okay, ansonsten versuche ich jetzt heute noch mal den König dort, den Lagerkönig in die Luft zu sprengen. Das kann ja auch eine Taktik sein. Und der dann sofort angreift. Muss ich nur schnell aus der Reichweite fliehen. In Aubergine, ja, das wäre es jetzt. Nachdem ich den König besiegt habe. Oh, in Aubergine. Man kennt's. Das wird mir dann unmittelbar danach passieren. Sehr schön. Das verletzt, aber naja, das bringt ja nichts. Nicht wirklich was. Das bringt wirklich nichts. Du wirst davon nicht sterben. Die anderen vielleicht, aber der König. Stimmt nicht. Aua, aua. Vorher sterbe ich. Komm, greif an. Aber ja, wäre eine Taktik, wenn man es auch schaffen würde. Muss man noch oft genug hinkriegen. Dann würde ich einfach vorschlagen, machen wir erstmal die anderen Sachen fertig. Vielleicht finden wir unterwegs irgendwie. Müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zu viel von dem Zeug verspeisen, was wir hier haben. Also für das Rezept brauchen. Finden wir unterwegs vielleicht doch irgendwann mal eine Aubergine. Ich würde erstmal die Prüfung des Kriegers aushaken. Und hier Kites Wiedersehen anhaken. Und dann machen wir das nächste Mal dann weiter. Erstmal mit einer anderen Quest. Vielleicht findet sich dann unterwegs nochmal ich töte nochmal einen von denen hier. Von den Schleimviechern hier. Der will immer gerne Sachen mit dabei. Irgendwann hat vielleicht einer mal aus Versehen die Vieh gefressen, eine Aubergine. Machen wir das so. Machen wir zum Abschluss des Streams hier nochmal den Beginn der nächsten Quest. Wir dann mit einer Mission, mit einer Idee in den nächsten Stream starten können. Damit ihr jetzt auch nicht mit finsteren Gedanken jetzt hier aus dem Stream rausgeht. Ja, nichts geschafft, der Typ.
Jetzt hätten wir nach einer Aubergine gesucht. Dass wir hier noch mal ein bisschen was schaffen. Wir zumindest eine Story beginnen und uns dann einen roten Faden fürs nächste Mal haben. Okay. Hier ein Händler zufällig. Ja, jedes Dorf hat einen Händler. Okay, dann machen sie Yoga. Wo ist euer Händler? Da ist euer Händler. Keine Aubergine? Nein. Kurz am Feuer wärmen. Und dann müssen wir in die Richtung. Die Hütte hier, würde ich sagen, oder? Hey, junger Mann, ich habe eine Aubergine für dich. Hallo. Ich grüße dich. Ich bin Hugh, ein Freund von North, dem geistreichen Tamba. Aber der Mensch, in letzter Zeit haben alle über dich geredet. Was hast du denn hier zu tun? Ich suche Informationen über den Irrtum. Aha, zum Lernen bist du also gekommen. Lernen ist immer gut. Und ich bin zum Lehren da. Aber dafür wirst du arbeiten müssen. Was soll ich für dich tun? Das Anhören des Mount Telkien halten Lektionen für uns alle parat. Anhören des Mount Telkien halten alle Lektionen für uns parat. Dein Weg zur Weisheit beginnt mit deinem Abstieg von diesem Hügel. Danach wirst du zur großen Antenne hochgehen. Nachdem du sie aktiviert hast und erst dann stell dich ganz oben hin und atme die sauberste Luft, die Albama zu bieten hat. Dann wird dein Gehirn verstehen können, was als nächstes kommt. Klingt ein bisschen vage. Geh jetzt, die Antworten kommen nur zu denen, die zuhören und all das. Okay, erkunde den von Brenia beschriebenen Hochpunkt und atme tief ein. Okay, den haben wir hier auf dem Gipfel. Okay, mit denen zwar sind wir verbündet, mit denen sind wir ganz feindselig. Okay, na dann machen wir im nächsten Part erstmal nach meinen nächsten Streams. Erstmal mit dieser Mission, dann mit dieser Mission, diese Mission, diese Mission weiter. Und schauen wir mal, ob wir dann irgendwann werden wir zwangsläufig auf eine Aubergine treffen. Und das muss ja irgendwann mal passieren. Und dann schließen wir noch die letzte Quest ab. Machen wir das so, oder? Da müssen wir jetzt nicht ganz verzweifeln. Alles klärchen. Hier noch ans Feuer stellen. Können wir uns ein bisschen aufwärmen zwischen den Folgen, zwischen den Streams. So, wovon haben wir denn genug? 9 Schnapper, wahrscheinlich, da brauchen wir nur einen von und den kriegen wir zur Not auch jederzeit wieder.
Schnappoberschenkel können wir essen. Sehr schön. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ich sag, euch nach oben, sollte es euch gefallen haben, auf YouTube Abo da lassen, Glocke aktivieren. Erkunde den von Brenio beschriebenen Hochpunkt und atme tief ein. Ja, schauen wir mal, wo wir diesen Hochpunkt finden. In der Richtung irgendwo. Ja, heute der letzte Stream. Ich werde mir das heute noch einmal geben. Das wollte ich noch verkünden hier. Es wird heute der letzte Stream sein, der letzte Pein-Stream sein. Der letzte Stream nicht. Ich werde noch andere Sachen streamen. So ist es nicht. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Es geht nur noch die nächsten Wochen, Monate, wahrscheinlich Jahre. Und weiter mit anderen Projekten. Ich muss ehrlich sagen, ich merke gerade so, das ist momentan so der Zeitpunkt, wo ich merke, langsam gibt mir das Spiel nicht mehr viel und langsam kriege ich so das Gefühl, ja, dieses Uff-Gefühl, so langsam verliere ich so die Laune dran. Und wenn ich eins in der ganzen Zeit gelernt habe, in der ich schon Videos für YouTube mache und Let's Plays mache und streame, dann dass man definitiv aufhören sollte, solange es noch gut ist. Versteht ihr, was ich meine? Dass man halt an einem gewissen Punkt, wie man merkt, also wir sollten aufhören, solange es noch, wenn es am besten ist, man sollte aufhören, wenn es am besten ist. Und das ist momentan, glaube ich, der Fall. Können noch ein paar Quests. Erledigen hier noch ein bisschen was. Versuchen so weit zu kommen wie möglich und dann, ja, nach dem letzten Stream, also ist das die Sache mit der Aubergine, dass die nirgendwo nachwächst. Es ist mir so dermaßen sauer aufgestoßen. Da habe ich auch noch ein bisschen nach dem Stream, da habe ich noch ein bisschen, ja, war ich ein bisschen wütend auf das Spiel, so ein bisschen, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, als dann, das ist mir wirklich ziemlich, und bevor ich jetzt hier frustriert an den Quests der Story dann irgendwann keine Laune mehr habe und man es mir auch ansieht und anhört und ich dann nur noch die Streams beginne und sage, ah ja, jetzt machen wir doch die Quest, wenn es sein muss, das ist, wenn ich mich da durchquäle. Das hört ihr auch als Zuschauer, das merkt der Zuschauer auch. Das ist dann, sind auch für euch kein Mehrwert mehr und das macht dann für alle keinen Sinn mehr, für mich nicht, weil ich keinen Spaß dran habe. Für euch ist es doch auch nicht schön. Ich würde auch einen halbwegs gut gelaunten Zwerg im Let's Play haben. Das ist dann. Das ist eine andere Markierung. Okay, ich muss zu einer anderen goldenen Markierung. Die dort im Kreis. Wir machen heute nochmal 2 Stunden, so ungefähr. 2 Stunden, 2,5, je nachdem, wie viel ich dafür brauche. Beschäftigen wir uns hier noch ein bisschen damit. Mit ein paar Quests. Und lassen wir es auch mal gut sein irgendwann. Können wir uns getrost sagen, dass es, ja,
scheiß mal auf die Menschen. Wir sollen ja hier, das große Ziel ist eigentlich eine neue Heimat für die Menschen zu finden. Das haben wir ja eigentlich schon, wir sind schon in der Mine reingegangen, haben schon eine Mine erkundet. Dann kamen wir zurück zum Berg und uns gesagt, nö, das reicht uns nicht. Wir sind hier. Eigentlich hätten wir da aufhören sollen. An dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt hätten wir aufhören sollen. Und sagen sollen, wisst ihr was? Am Arsch. Ja. Da bleibt doch an. Da machen wir das folgendermaßen. Das ist. Machen wir das ganz nach der Philosophie. Das ist. Sollen die doch verrecken auf ihrem. Auf ihren Felsen dort, auf den Klippen dort, sollen die beim nächsten Erdbeben zugrunde gehen. Okay, den Höhepunkt zu erkunden. Den haben wir hier. Mission nur vielleicht, wo wir hin sollen. Aha. Dann machen wir es so, dann suchen wir uns gehen wir in die Höhle, die wir schon erkundet haben. Wow. Was passiert hier? Ziehen wir bei den Füchsen ein, suchen wir uns eine hübsche Fuchsdame. Oder einen hübschen Fuchsmann. Das ist keine Ahnung, das ist das. Da machen wir kleine Mutantenkinder und werden halb Mensch, halb Fuchs. Das ist so ein. Sollen die dort verrecken auf ihre Klippe. Und wir machen hier unser eigenes Volk, unser eigenes Leben und werden glücklich. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du getan hast, du Narr? Wer? Das heißt nicht wer, das heißt hä. Du bist in einem Gebiet, das seit jeher für eine zahlreiche Erdrutsche bekannt ist. Wie leichtsinnig. Mein Kopf. Der Handel in den Notregionen könnte jetzt vollständig abgeschnitten sein. Oh, der Reichtum, der verloren gehen würde. Es schmerzt. Ah, was? Während du schon wieder geschlafen hast, musste ich mir einen Plan ausdenken, wie wir die Situation bereinigen können. Wir müssen einige Häuptlinge des Gebiets versammeln, um das Angelegenheiten zu besprechen. Ich kann sie an einem Ort zusammenbringen, aber wir müssen dafür sorgen, dass du die Gefährlichkeit der Lage verstehen. Dass sie die Gefährlichkeit der Lage verstehen. Stelle dieses Gerücht unverzüglich und verbreite es in den Bergdörfern. Sie werden dann das ihre dazu tun. Und das wird uns die reichsten Häuptlinge des Gebiets verschaffen. Und beeile dich, bevor bei diesem Ding hier nochmal der Blitz einschlägt. Eile in Richtung der Höhle, wenn du fertig bist. Ich werde in der Zwischenzeit daran arbeiten, dass diese Antenne keine Blitze mehr auf sich zieht. Okay, das heißt, der Elch, bei dem wir waren, der hat uns in die Irre geleitet. Der wollte, dass wir das hier einschalten und dass wir damit eventuell Blitze aktivieren.